good, I feel so numb, yeah. Hallo, von den lieben Babys, die erst später die Tradition von Nikola und Krampus kennenlernen werden, sind wir hier in Volzberg beim Krampusumzug. Und wir werden zu Beginn einige Leute fragen, ob sie noch Angst haben vom Krampus. Well, eigentlich schon. Ja, Murz. Warum denn? Tja, weil es schlimm war das ganze Jahr, ne? Sehr. Na, überhaupt nicht. Bin ja brav. Ein bisschen. Eigentlich nicht, ne? Naja, Also, wenn ich weiß ja, dass das ein Mensch ist, aber wenn dann so verkleidet sich dann irgendwie. Keine, immer brav. Ich bin immer brav. Das kann ja der Herr Binde bestätigen. Nein. Warum nicht? Warst du immer brav? Ja. In der Uniform nicht. Eigentlich nicht, weil ich habe die Jungs alle gesehen unten gerade im Volkshaus, in den Stadtsälen. Also die schauen ja unter der Maske alle ganz harmlos aus, aber wenn sie die Maske dann aufhaben, also dann ist es schon ganz beachtlich, ja. Ich bin immer daheim brav, mach auf, komm in der Schule aus. Ein bisschen. Wieso denn? Ja, weil ich nicht immer brav bin. Nein, schon lange nicht mehr. Wieso denn nicht immer brav? Ja, sowieso, oder? Bin ja selber einer, schwarze Haare, oder? Was sagen Sie zur Tradition der Krampusumzüge? Ja, es ist sehr freilich, dass es eigentlich wieder erwacht ist, weil inzwischen war es schon ganz weg, hat man fast keine Umzüge mehr gehabt und es ist jetzt wieder aufgelebt und ich finde es ganz sehr gut, möchte ich eigentlich sagen. Ich finde es toll, vor allem für die Kinder. Es ist nicht schlecht, also mir gefällt es. Das sollte man unbedingt pflegen. Es ist überhaupt so eigentlich sehr beachtlich, welcher Enthusiasmus dahinter steckt bei den Gruppen, weil die doch teilweise unentgeltlich das Ganze durchführen, von was gerade woher kommen. Also finde ich eine schöne Geschichte. Also. Und vor allem ist es auch harmlos. Es ist nicht mehr so wie früher, wo es dann doch schon ein bisschen brutal zugangen ist und es ist schon eigentlich sehr gesittet und eine schöne Geschichte zum Anschauen. Also diese Tradition soll man erhalten, es muss gefördert werden und unseren Kindern weitergegeben. Und würden Sie sich selbst auch als Krampus mit einer Maske verkleiden? Eigentlich von dem Alter sind wir eigentlich schon raus. Ich glaube, das ist alterslos, oder? Möchte ich gar nicht sagen. Das lassen wir die Jungen über, die Emotionen haben und die eben da das gern machen. Nicht? Also wir tun da lieber schon ein bisschen zuschauen, sagen wir so, ganz ehrlich gesagt. Und sein muss sicher. Warum nicht? Ja. Ja, sicher. Immer die anderen Leute schlagen. Nein. Keine Maske aufsetzen? Nein. Sicher, warum nicht? Wäre schon witzig. Ja. Habe ich früher gemacht als Jugendlicher, aber jetzt, ja, ich meine, nein, muss ich nicht. Also würde ich jetzt nicht machen. Schon, eigentlich, ist kein Problem. Die braucht immer, kann man ruhig fördern bei uns, sage ich mal. Es ist einfach ein schönes Brauchtum und das soll auch gepflegt werden bei uns. Und selbst magst du dich nicht als Krampus verkleiden? Nein. Bisschen. Was würden Sie da anziehen? Ein ganz sexy rote Unterwäsche, oder? Was wird hier ausgeschenkt? Also bei uns gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Kinderflokade eigentlich, genau gesagt. Ja. Also ohne Alkohol natürlich? Richtig, natürlich, ja. Wir hören schon Kettenrasseln und der Umzug wird gleich beginnen. Jetzt hören wir auf mit den vielen Fragen und schauen wir uns doch gemeinsam diesen Umzug an. Everybody slipping, everybody survive.
Langsam verlassen wir wieder dieses höllische Treiben. Wir werden uns dann alle beim Barbecue wahrscheinlich wiedersehen. Und Gott sei Dank können wir gehen, denn es ist doch etwas gefährlich für mich gewesen. Wahrscheinlich war ich nicht immer brav. I am talking about the real possibility that he is still out there. Ho, 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 ho.